Mal gucken, wo ich jetzt reinrenne. Ach, gut, dass du da wenigstens wieder mit das übers Wasser. Was ist denn hier jetzt kaputt? Hier hat auch irgendwie. Ein Schiff. Oder was auch immer das ist. Wollen wir andächtig gucken oder? Was war das gerade? Da verändert. Okay. Kommen wir weiter, gut. Ende. Ich springe einfach runter und dann ist Ende, oder? Okay, jetzt sind wir mitten in diesem Schiffswrack, oder? Was auch immer das ist. Den Ausschlag. Ist das ein Schiff von denen, die uns angreifen und gefangen nehmen und alles, oder? Wir suchen das Ding hier und machen immer diesen Sound oder was? Ja, auf und. Na, wenn ich da mal nicht drauf gehe. Was ist das? Warum kannst du das? Das ist doch nochmal spannend hier. Ein Baum. Dieses Symbol wieder, was noch speichert. Frühere Bewohner haben uns was zurückgelassen, und zwar Tische. Also ich hätte jetzt echt nicht mehr da erwartet, dass hier Schaukeln sind. Und ein riesen Gebäude. Das sah jetzt eher nach so einer ländlichen Bevölkerung aus und nicht nach Technik. Ich laufe viel zu wild durch die Gegend. Das ist ein riesen Einkaufszentrum. Das sah so nach Wasser aus. Okay, ich habe eine Idee. Das hat beim ersten Mal geklappt, das irritiert mich am meisten. Das macht doch gleich wieder auf, oder?
Es irritiert mich gerade echt, dass ich das beim ersten Anlauf geschafft habe. Apropos irritiert. Tja. Zogen endlos von ihrem Heimatplaneten auf die Welt da rechts. Wir schließen diesen Planeten. Na hier. Hola. Vamos aquí. Quiero. Quiero. Ach so. Geht's doch weiter, aber ich will da runter. Kielo. Doch nicht runter. Jetzt muss ich runter, oder was? Jetzt muss ich runter. Na, komm mit. Hola, Imui. Oh, ich hätte da oben wahrscheinlich gar nicht durchgekonnt. Ah, ich hab mich vertippt. Okay, ich muss jetzt kurz was ausprobieren. Du stellst dich hier hin. Tamaki. Nicht auf die andere Seite. Ich habe irgendwie gedacht, das geht jetzt wieder zurück und ich müsste die Katze nach unten bringen, damit sie da hochkommt, und aber so kompliziert ist es dann doch nicht. Hauptsache, wir kommen beide darüber, und ich kann sagen, mein Name ist Kusowitz, ich rede so gern und spiele das hier auch gern. Thunderful Publishing und Wishfully. Und das Spiel rausgebracht. Die einen haben es entwickelt, die anderen haben es rausgebracht. Und ich habe es jetzt gespielt. Oder ich spiele es gerade. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, deswegen bin ich immer noch überrascht, dass ich jetzt so viele Wurbeln und
Hast du nicht gesehen, hier alles ist hohe. Alles so hochtechnologisiert und vorher sah es einfach nur so aus wie ein Dörfchen. Diesen Planeten. Unten rechts ist irgendein komisches Symbol. Und hier ist ein Baby im Arm vom Roboter. Noch ein Roboter, der da liegt. Pilze im Hintergrund an die Wand gemalt. Das sieht irgendwie traurig aus. Ein Bild im Hintergrund. Noch eins. Hinten ein Roboter. Okay. Sind die jetzt aufgebrochen, um den verlorenen Herzog zu finden? Hm. Eine Reichsflugscheibe. Ein UFO. Ein Kreisel. Eigentlich. Moin, die Herren Roboter. Sie brauchen nicht zu salutieren, ich bin ich. Oder halb. Ja, der Einzige, der den Capture lösen kann. Jetzt habe ich ein Doppellicht. Gut. Notausgang. Das ist ja jetzt fast so krass wie Portal 2. Ich lasse mich entspannt nach unten fahren. So, jetzt sind wir hier in der Hightech-Höhle und ich habe keine Ahnung, was passieren könnte. Kann ich dich... Da kann ich noch nichts ausreißen. Aber was kann ich machen? Kann ich lang kriechen? Nee, ich kann dran gehen. Kurz gehen. Hm. Ja, ich will jetzt wissen, was hier rechts ist. Nichts. Kurz die Angst gehabt, dass sie da oben jetzt hinspringt. Komplett keinen Plan habe, was ich hier tun soll. Was machst du denn? Guck. Jetzt kann ich das Ding steuern. Thank you.
So. Nach unten drücken, nach unten drücken, nach unten drücken, nach unten drücken. Jetzt gehen. Hoffen, dass das reicht. Noch um ranzukommen. Hola, Imui. Dies? Dies klopft nicht. Sieht gut aus. Hast du. Hola. Hola. Achso, die Richtung muss ich. Lauf doch mal hier oben rauf. Mal hier hin. Setz dich da einfach mal in die Mitte. Aus. Schalter. Mal nachjustieren. Hello.
Und jetzt ist die große Frage, komme ich darüber gesprungen? Werde ich schaffen? Jetzt gleich sehen. Scheinbar nicht.